um die Flaschen keimfrei zu machen und zu sterilisieren, bietet sich der Backofen natürlich hervorragend an. Das heißt, Bügelflaschen, leere Bügelflaschen, die man aus anderer Verwendung vorher schon benutzt hatte, werden erstmal sauber mit Wasser gereinigt und anschließend bei 200 Grad im Backofen sterilisiert. Das heißt, man legt die Flaschen stapelweise in den Backofen rein, dreht den Herd auf 200 Grad auf sozusagen, ja, oder man erhitzt den Backofen auf 200 Grad. Und wenn dann die 200 Grad erreicht sind, dann lässt man einfach den Backofen wieder auf normale Raumtemperatur abkühlen. Das reicht also aus von der Zeit her, bis es wieder auf 20, 30 Grad Raumtemperatur abgekühlt ist, um die Flaschen zu sterilisieren. Und die Bügelverschlüsse selber kocht man in heißem Wasser, um die keimfrei zu machen. Und dann hat man dann dadurch eine Möglichkeit, das Bier nach der Hauptgärung in Flaschen abzufüllen. Die Wahrscheinlichkeit im Osten Australiens haben ein erstes Todesopfer gefordert. Die Bundesstaat Queensland kann eine 41-jährige Frau leben, was ihr auch nicht die Lust. Etwa 20 Städte sind von der Außenwelt abgeschnitten. Überschwemmte Fläche und Verkaufsfläche in Frankreich. Das ist jetzt das Bier, das abgefüllt wird. Ja, und ich bitte den Leben anfassen. Ne? Es ist gleich 14 Uhr 4 und wir haben eine Meldung für die Autofahrer. So, schauen wir mal, ob das Ergebnis geworden ist. Ja. Sieht ja ganz gut aus. Hier ein bisschen schütten. So. Prost. Hervorragend geworden. Schmeckt wirklich wie ein leichtes Mischung zwischen von Kölsch und einem Weißbier. In der Farbe her, eine goldene Farbe. Das liegt an dem Wiener Malz, das ich verwendet habe. Und im Anschluss an dieses Video mache ich noch ein paar Linkverweise, die man also nachlesen kann über diese verwendeten Bierbraubücher. Viel Spaß!